Hallihallo, schönen guten Abend und endlich mal wieder bei Prison Architect. Und ihr hört schon die ganze Zeit das Gerausche, fällt mir gerade auf, wo ich die Kopfhörer aufsetze. Ja, ist halt so, ne? Ich war jetzt gerade noch unterwegs und bin jetzt gerade erst wieder reingekommen und mich spontan in die Aufnahme gestürzt, wie das halt so ist. So, sieht man was, hört man was? Ich glaube ja, das sieht gut aus. Wir haben ein Knastgerausche. Und ja, es ist schon ein bisschen was her wieder, ne, seit der letzten Prison Architect Folge. Irgendwie ruckelt das ein... Huch! Huch! Ich wollte einmal kurz in den Task Manager gucken, das Rauschen ist jetzt weg. Hm. Sieht aber ganz gut aus. Naja. So, zack, wieder rein, Rauschen ist wieder da. Keine Ahnung, was der Rechner gerade hat. So, Musik an. Oh yeah. Das ist ja genau das richtige Einstiegslied, um mal zu gucken, was wir überhaupt gemacht haben. Wir haben die Räume in der letzten Aufnahme hier gebaut. Da wird patrouilliert. Weiß der Geier warum? Diese Musik ist sehr beschwingend. Bing, wieso bing? Genau, in 8 Stunden 43 Minuten kommen 11 Häftlinge. Wir haben nämlich hier oben neue Zellen gebaut. Hier. So. Zieht ein wenig nach, finde ich, ne? Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Warum ist das denn so träge heute? Oder bin ich das einfach noch nicht mehr gewohnt? Das kann auch sein. Vielleicht bin ich von Facturio jetzt ein bisschen sanfteres Scrollen gewohnt. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, wie wollten wir denn weitermachen? Wir kriegen neue Häftlinge. Haben wir denn welche, die in Bewährung können? 11! 11 Häftlinge für Bewährung. Ach, krass. Na dann. Den Raum haben wir. Wir haben eine Wache abgestellt. Auf guten Rat hin. Und hier sehe ich noch ein paar Blaupausen. Wofür waren die denn? Was hatte ich denn da gedacht? Was sollte ich denn da hinbauen? Was sollte das denn hier? Das sieht mir aus wie ein Gang. Naja, okay, komm, wir gucken mal eben, was können wir denn noch für einen Raum mal bauen? Wir haben eine Werkstatt und eine Wäscherei. Was wir noch gar nicht haben, ist... Verwahrungszelle brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Sicherheit. Büros für ihre Wachen. Ein paar Büros für die Wachen, sollen wir das mal bauen? Da bimmelt der Cashflow. Eine Leichenhalle. Ich hoffe, die brauchen wir nicht. Eine Bücherei. Eine Bücherei wäre was. Ein Unterrichtsraum. Wir brauchen einen Unterrichtsraum. Dann bauen wir doch mal einen Unterrichtsraum. Hatte ich schon irgendwie eine Idee, wo der hin sollte? Ich muss aber trotzdem noch mal gucken, warum das so nachzieht. Ich weiß es nicht. CPU-Auslastung. Nicht hoch. 58%. Komisch. Ich kann noch was ausprobieren. Warte mal. Blöpp. Wir haben ja jetzt Musik. Patsch. Das seht ihr jetzt nicht, nur ich sehe das. Ich gehe mal in die Nvidia-Systemsteuerung. Die nicht die schnellste ist wohlgemerkt. So, wo haben wir es denn? Das da wollte ich ändern. Sollte aber nichts machen. Ne, komm. Bringt jetzt nichts. Wieder zurück. Jetzt ist es auch ein bisschen flüssiger, ne? Komisch. Strange. So. Ach nö, das Lied, da möchte ich jetzt nicht. Nein. Was ist das? Das ist die Intro-Mucke, ne? Ne, die alte Intro-Mucke war das. Komm, die lassen wir mal laufen. Unterrichtsraum. Was sagen eigentlich unsere, Dings hier, unsere Aufgaben? Zuschüsse. In Arbeit. Einen können wir noch. Zellenblock B. Steigern Sie Ihre Häftlingskapazität auf 50. Eieiei, okay. 50.
Langfristige Investition, kurzfristig, nee, Programm Tischlerlehre. Das können wir mal reinnehmen. So, haben wir drei an. Oh, kurze Nachricht von meiner Frau. Ja, habe ich gelesen. So. Nimm. Wofür brauchen wir denn eigentlich? Wieso sagt er denn, wir brauchen einen Unterrichtsraum? Wofür? Für die Lehren? Ach hier, die Initiative. Bauen Sie einen Unterrichtsraum. Okay. Machen wir auch. Die Frage ist jetzt halt nur noch, wohin? Hier, das ist ja eigentlich ziemlich verlorene Fläche. Ein Unterrichtsraum. Boah. Jetzt ist es dummerweise auch Nacht. Hier, das gefällt mir auch noch gar nicht. Das müssen wir auch noch irgendwie verbessern. Okay. Ich baue mal hier ein Fundament. Haben wir dafür genug Kohle überhaupt? Wir haben doch nur... Ach nee, wir haben 20.000. Okay, alles gut. Ich baue mal hier einfach Fundamente hin. Und hier machen wir auch mal zu. So. Kann das schon mal hochgezogen werden. Okay. So, dann kannst du ja nur wieder um Stunden handeln hier, ne? Wie kann man denn hier am besten irgendwie was Schönes hinbauen? Vielleicht wenn man den Gang hier so... Der sollte ja hier, wie es aussieht, weitergehen. Ich weiß gar nicht, ich weiß echt nicht mehr, was ich hier geplant hatte, ne? Das ist unglaublich. Hier können wir noch ein paar Räume reinbauen auf jeden Fall. Hier eigentlich auch, kleinere Räume. Und hier unten müssen wir auch irgendwie einen Gang draus machen. Wenn man jetzt mal Planung, Wände, wenn man den so weiterzieht, ist ja mal ein ganz schön fetter Gang, ne? Ist auch ein bisschen unschön. Besser wäre es da, wenn wir das Ding hier noch vergrößern. Naja, Leute, wann fangen wir mal an zu arbeiten? Wird das mal was? Tut sich gerade nichts. Ich mache mal ein bisschen schneller. So. Habe ich gerade eine Nachricht gekriegt? Moment. Ja. Warum bewegt sich denn hier niemand? Leute, wo gehen die denn lang? Oh yeah, nur so Mucke heute. Es ist jetzt 3:30 nachts. Kann man sogar noch schneller machen. Weil wenn die auch nicht arbeiten, dann... Wie viel haben wir denn von denen? Wir haben 5 Arbeiter. Die sollten das aber eigentlich schaffen. Fehlt uns eigentlich noch irgendwas? Rechtsanwalt und ein Sniper, genau, ein Sniper, da wurde ja auch geraten, wir sollten mal einen Sniper. Gefängniswertung. 37% Rückfallquote, naja, schon weniger als 50. Bürokratie, können wir denn mal wieder was forschen? Wir haben nicht viel Geld, aber... Guard Towers. Snipers, damit kriegen wir die Snipers. 5.000 ist aber, wird knapp, das würde ich eher lieber noch ins Bauvorhaben reinstecken, als in die Snipers. Oh, es geht los. Gleich wird gebaut. Da muss ich mal kurz eben was auf Twitter gucken.
Ganz kurz auf Twitter, das läuft ja weiter. Ich sehe das auch rechts noch. Das ist ja praktisch. Das Spiel läuft im Hintergrund weiter. Sehr angenehm. Oh. Okay. Ich habe gerade eine sehr schöne Twitter-Nachricht bekommen. Freut mich. Okay, gut. Unglaublich. So. Tut sich denn da mal was? Es tut sich was. Yeah, es tut sich was. Zwar langsam, aber wie lange haben wir noch, bis die Prisoners kommen? 2 Stunden. Da können wir vielleicht noch mal gucken, wie wir das denn hier ein bisschen aufziehen. Also hier würde ich gerne den Gang links und rechts weitermachen. Und hier oben auch. Also eigentlich könnte man hier schon mal sagen, Planung, Wände. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts. Und das machen wir zu. Dann haben wir da einen Gang. Hier haben wir einen Durchgang. Da lassen wir auch offen. Ja, ja, Häftlingseinlieferung. Und dann können wir doch theoretisch... So, warte mal. Das sind dann 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir müssten den vergrößern. So weit. Na, so. Oh, yeah. Was geht denn jetzt ab? Komm, machen wir mal. Wir machen mal ein bisschen Party hier. Gefahrenstufe steigt. Warum? Berichte. Bedürfnisse. Yeah. Ich weiß nicht, wie dieses Lied in meine Playlist gekommen ist. Bedürfnisse, Hygiene. Ja, ihr könnt ja gleich duschen. Ist doch jetzt schon. Ist doch schon Dusche. Da. Reichen 5 Arbeiter? Eigentlich schon, oder? Yeah. Schön. Schön, schön, schön. Ich wollte eigentlich planen, ne? Da hat mich dieses Lied dann rausgebracht. Da müssen wir da unten aber auch noch ein Fundament drunter klatschen. So, machen wir mal die allseits beliebte Kastenform rein. So, jetzt aber Wechsel. Nee, komm, reicht. Ja, so ein bisschen 8-Bit. 8-Bit ist schön. Die bauen hier, ne? Die haben natürlich einen langen Weg vom Lagerraum. Juck am Ohr. Ja, ich glaube, wir können noch mal ein bisschen schneller laufen lassen und gucken uns mal hier so ein bisschen den Betrieb an. Da werden jetzt rausgelassen. Jetzt gibt's Essen. Was macht das Essen eigentlich? Sieht ganz gut aus. 16%, 20%. 45. Weil wenn wir jetzt so viele Häftlinge kriegen, ich hoffe, die eine Küche kann das noch irgendwie... Was war das? Da ist irgendwas passiert. Ich hoffe, die eine Küche kann das noch irgendwie auffangen. Was hat er denn hier?
Assaulting an Officer. Taser-Treffer einfach abschütteln. Oh. Aha. Thank you.